Ja, wer hat heute Mühe kommen? Nur jemand. Ich will nicht so hoch heben, wenn ich der Einzige wäre. Also, Müsse hätten Sie nicht wirklich wollen. Wenn man zum Ziel kommen will, von diesem Wir-Gefühl, wo angestrebt wird und wo auch verständlich ist, auch privat, dass man das gerne hat, man hat gerne eine Zugehörigkeit, dann gibt es das Wir-Gefühl, ist wie die letzte Stufe, also die dritte Stufe von den Vorstufen, ich, du, mir. Der erste Wechsel in einen Change, in einem Wir, fängt beim Ich an, dass ich einmal anfange, verstehe, wie rede ich, was denke ich, wie sehe ich es etc. Das ist die schönste Zeit im Leben. Schade ist uns dann nicht bewusst, oder? Wenn, meine, kannst du die Zeche ins Maul nehmen und den Flügel anschauen und jemandem über die Schulter kötzeln und anbisseln bin. Und mit 20 ist das alles anders. Das ist es ja genau. Oder das ist es immer so schön bei jungen Eltern, die jedes Mal die flippen die Schier raus und sagen, es hat mich angelacht, das erste Mal. Dabei ist es nur eine Reaktion aufs Umfeld, wo die ganze Zeit so in den Karren hineinschaut. Stellen Sie sich mal vor, man würde mal wirklich das Kind etwa 3 Monate lang, jeder, der hineinschaut, macht einfach. Aber sonst nichts. Nehmt mich wirklich Wunder, was wäre die erste Reaktion? Ich glaube heisst unter anderem, ich weiß nicht. Und Glaube basiert auch auf dem. Darum müssen Sie zum Beispiel niemandem je ein Feedback über seinen Glauben geben. Was will man jemandem sagen, du glaubst nicht das Richtige? Weil Glauben ist wieder genau die Form von Realität, wo jeder Mensch, der einen Glauben hat, dem sein Glauben stimmt, aus seiner Position. Da müssen wir nicht sagen, du hast recht oder nicht. Wenn man das wirklich lebt, ich bin halt, wie ich bin, dann können Sie jetzt draußen am ersten Polizist schnell eins reinhauen und sagen, hey, sorry, ich bin einfach so, ich muss immer uniformiert sein. Aber es hat mit Ihnen nichts zu tun, schönen Abend. Das hat der Obama gesagt. Yes, we can. Der Bush hätte gesagt, yes, we are. Yes, we are America. No need to change. Den merkt es ja heute noch nicht, oder? Mittag um 11:45, so typisch in der Schweiz. Du, oh, sorry, los, es ist 11:45, los, ich muss um 12 Uhr an essen, ich muss pünktlich sein, ich muss um 12:30 schnell im Monat, dann muss ich um 1 retten, ich muss noch jemanden ablösen, damit die Person nachher auch im Mittag kann. Das würdet ihr im Normalfall nicht merken. Das ist so richtig schnell angeschwätzt und 2 Sätze und 5 Müsse drin. 5 oder 6. Genau die gleiche Person kann sagen, du los, es ist 11:45, los, ich kann um 12 Uhr essen, ich möchte pünktlich sein, dann kann ich um 12:30 im Monat, weil ich will um 1 retten, um noch jemanden ablösen, damit ich nachher im Mittag kann. Opfertäter. Und probiert jedes Mal, wenn ein Wörtchen müssen durchs Wählen und Können ersetzen, spürt dort drinnen mal schnell, was in ihnen abgeht, dass ihr merkt, ich kann, ich will. Und dann sind wir an einem ganz anderen Punkt vom Thema der Motivierung. Dann muss keiner mehr am Bonus nachrennen. Dann will man plötzlich am Morgen zum Bett aus und sieht eine sinnerfüllte Geschichte. Können wir da und sagen, du Schatz, jetzt haben wir da 2 Tage Eintritt oder 1,5 Tage Einführung mit Party und Aktivitäten, richtig schön. Und gestern Abend haben wir es wirklich auch glatt gehabt. Aber sag mal du gestern, was hast du so gemacht? Bist du mir treu gewesen? Und dann sagt sie oder ja, eigentlich schon. Aus dem Ich raus, bitte es eigentlich streichen. Einfach nicht mehr brauchen. Und jedes Mal, wenn es kommt, ist ja gleich auch merken, dass es kommt und versuchen, es das nächste Mal nicht mehr zu brauchen. Weil der bewusstere Umgang mit euch selber und der Sprache wird plötzlich dazu führen, dass das Ganze viel spannender wird. In einer zweiten Phase, in der ersten, führt es dazu, dass ihr nicht mehr schwätzen könnt. Kommunikation hilft, von dem Ich, wo ich stehe, eine Brücke zu bauen auf ein Du über. Und Du hat 8 Milliarden zur Zeit auf diesem Planeten. Und das sind alles einzeln zu Bedienende. Es gibt ja auch nicht die homogene Zielgruppe von Spitaldirektoren. Wenn jeder Spitaldirektor gleich wird dicker wie der andere, hätten wir es relativ einfach in einem Akquise-Konzept. Ist nicht so. Wir haben ein bisschen Mühe in unserem Kulturkreis. Darum finde ich mir die Deutschen wirken aggressiv. Wenn sie sagen, hallo, ich kriege ein Bier. Die haben auch recht, sie kommen es meistens über. Alle die Menschen, die extreme Sachen machen. Was ist unsere normale biopsychologische Erklärung für solche Typen? Sie haben einen zu kurzen Penis, einen bösen Vater oder einen harten Schulhausabbau. Also das heisst, du hörst ihn schon kommen, um die Kurve, weil es gümmelt. Dann gehen die Türen auf und sagen, hallo, 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 ist da jemand? Hallo! Kommt rein und dort trifft er auf die Beraterin, die sagt, herzlich willkommen in der Wohlfühlinsel Bali. Nehmen Sie bitte Platz. Finden Sie es immer noch gut? Jetzt nicht mehr, gell? Weil jetzt passiert etwas Entscheidendes. Ich nehme es Du nicht wahr. Ich bin völlig in mich hin. Ich ist Marketingkonzept, ich von Bali, wir machen das so. Wenn wir das Du anfangen zu beobachten, ist es extrem wichtig, dass wir schauen, wie verhält sich denn das Du? Und gibt es Möglichkeiten, von meiner Insel den Fuß überzuheben, mal so die Temperatur zu fühlen und den Speed und die Werte etc., um mich dem anpassen zu können? Wenn man Kommunikation als Kampfsport anschaut, was es in den meisten Fällen ist,
sollten wir uns wenigstens darauf einigen, dass es nicht Karate sollte sein, sondern Judo oder Aikido, wo man dem Körper vom Gegner Acht gibt. Das machst du im Karate schon, aber dort schaust du einfach in die Lücke, wo du reinhauen kannst. Am Abend kommt eine Frau und sagt, du bist gesehen beim Fisch, sagst, Hammer, schau mal, 6 Regenbogenforellen gefangen heute. Dann sagt sie, nein, nicht das, du bist doch mit dem Rudi. Sie sagt, ja, aber der Rudi hat doch da, hat doch die Probleme. Ah oh ja. Hat nichts gesagt. Die Frau kommt am Abend heim und sagt, wie ist dein Fisch? Sagt sie, der Hammer. Sagt sie, ja, wo sind die Forellen? Nein, ich habe keine gefangen. Weißt du, ich weiss, wie es der Doris geht. Manchmal schaue ich wirklich so da, schaue die Jungen an und denke, du müsstest noch ein bisschen dich anders verhalten, dann hättest du es. Aber die Jungs heute, die kleiden sich für sich, für ihre Kollegen. Weißt du, schwere Gale. Unglaublich, die machen es nicht für die Frauen. Und darum sagen doch viele Frauen auch, ein Schwulen ist mein bester Kollege. Der versteht sie, der redet eine ähnliche Sprache, der wird nie irgendwie zu nahe oder zu gefährlich. Völlig verständlich. Und auch das sind nur die Hinweise, das Adaptieren tut gut. Und bei Adaptieren entsteht auch die Sympathie unter Menschen. Wir können uns super anpassen dadurch. Das hat nichts damit zu tun, dass wir unauthentisch werden oder uns verlieren. Es ist nur die Frage von der Geschichte, schaffe ich es überhaupt einmal vom Ich her, es zu beobachten, einmal so ein bisschen die Insel abzutasten, überzuheben und wir können darauf einsteigen. In der Kommunikation vom Ich und Du geht es einfach nur darum, zu sagen, okay, das Gefühl, das du da hast, das ist einfach dies. Und ich sage jetzt mal einfach, ich akzeptiere das. Die Zielsetzung des Telefons war smart. Das heisst, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das heisst, ich dachte, ich rufe jetzt an und fahre sie an die Wand, bevor sie den Nachnamen sagen kann. Das verhebt. Ich könnte mal mit so einem Mindset, wirklich, ich bin böse, gemein und dahinter, letztes schön mal Bahnhofstrasse so an, aber es wirklich glauben und dann loslaufen. Es ist wie Moses. Es berührt euch niemand mehr. Ich habe heute Freude an denen, die nicht zurückwinken. Ohne Witz, auch die regen mich nicht mehr auf, weil ich denke, fahr nur zu, du Dumpfbacken. Oder? Weil, nein, ist doch wahr, wenn du am Morgen nicht mehr merkst, dass ein Mensch da ist und dir etwas gibt, wenn du so dumpf durchs Zeug durchläufst und das nicht merkst, wie willst du dann noch einen schönen Tag haben? Also viel Spass beim Umsetzen.